Ist denn heute? Nee, da war keiner mehr. Hinter gab es, glaube ich, nichts. Aber hier gab es noch was. Und zwar nichts. Ja. Bin ich blöd? Ein Waffenspind? Wie konnte ich denn den übersehen? Ja. Es ist, wenn man zwei Dinge gleichzeitig macht. Multitasking ist der größte Scheiß. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht. Hier ist auch nichts. Alles klar. Dann rennen wir mal zu dem Knopf. Ich mache, was ich am liebsten mache. Zwischenspeichern. Ach du Kacke. Unten. 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 Links. Unten. 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 Dreimal unten. Ja, wir müssen hier einen Code. Wer macht denn so einen Scheiß, ganz ehrlich? Vor allem, jeder Geth hätte das hier locker lösen können. Was ist das für eine Sicherheitsvorkehrung? Warum werde ich hier nicht gefangen genommen? Und warum leuchtet das grün? Fragen über Fragen. Frau Tassoni, ich möchte Ihnen helfen. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Ich bin Commander. Wichtig ist, dass wir hier rauskommen, bevor mehr geht, reinkommen. Ja, da haben Sie recht. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von denen gesehen. Der Knopf da drüben sollte mein Kraftfeld abschalten. So, und Waffen hoch. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Oh, da hat das Spiel für mich gespeichert. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Ja. Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteana. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Oh nein. Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Kein großer Spielraum für Fehler. Aha. Bringe ich ihn um. Schön gesagt. Wenn ich hier sterbe, bringe ich euch alle um. Darf ich mich bewegen? Nein, wir fahren Fahrstuhl. Ohne Musik. Sehr traurig. Und Kika. Geben Sie auf. Oder auch nicht. Das wäre amüsant. War das die gleiche Stimme? Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Rauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Ja. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Stufenaufstieg! Yay, yay! Überlastung? Nein. Auf den da hier, genau. Ach, Junge. Ich mach Schilderboost. Nein, doch. Du machst Warp. Bist
Treffen die erstmal alle so schnell es geht. Denn der Morgana, der ist mies genug. Ach du Kacke! Mach den kaputt! Nee, das ist unglaublich. Ah! Morgana stinken. Ein bisschen. Also, die sind schon geil. Aber es tut halt weh. Ja. Zack, 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 bla 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 bla. Also dieser Speicherplatz, der war jetzt wirklich unnötig. Die hätten auch hier speichern können. Mhm. Ja, bla 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 bla. Lauf schneller, Junge. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre eine Sache. Falls. Ja, was auch immer Sie wollen. Verschonen. Nix da, meine Alte. So. Der rennt mir hinterher! Ah! Oh, gar nicht, das war jemand anders. Lauf, 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 lauf. Die noch kaputt oder nicht, oder wie, oder was? Ja. Ah! Lass mich hier. Ich will den nicht. Oh Gott. Die darunter gefallen sind, ist das echt ein Wunder, dass die überlebt haben. War knapp, Commander. Jo. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Nee. Die Normandie ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Doch. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen. Nee. Und unsere Hülle schmelzen. Nee. Nur so zur Info. Nee. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Ja, er hat uns gerettet. Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet. Mhm. Oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Seit 50 Jahren? Aber wie alt sind sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen.
Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Woher wissen Sie das? Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Okay. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen. Aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Dann lass mich dir helfen. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Nubiui. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Oh, doch. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Ja. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Natürlich. Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Aber selbstverständlich. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Natürlich. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Ja. In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität.
Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Ihr habt voll die Katzenaugen, Leute. So, schön hier ein Level up. Dann drehen wir jetzt nochmal eine fixe Runde. Nachdem wir das dann erledigt haben, mache ich auch gleich eine Aufnahmepause. Sind ja schon wieder 2 Stunden am Stück, die ich hier aufnehme. Verglichen mit den Zeiten, die ich sonst so beim Zocken verbringe, ist das recht wenig, aber Aufnehmen an sich ist doch schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Brauche ich Medigel? Ja. Hallo? Ja, bitte, Commander. Gibt's was Neues? Für Sie tun? Gibt's was Neues? Wie sind Sie an Aber die das weiß ich doch. Ach, verflixt. Lass mich weiter. Oh, hallo. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Na, natürlich, ich habe mir Sorgen gemacht. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Ja, das ist halt die Beste. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Geht gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Kein Ding, ist mein Job. Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benesia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Deswegen würde ich auch gerne über dich reden. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Klingt gefährlich und einsam. Zuweilen traf ich auf einheimische Lebensformen oder mal auf eine kleine Gruppe Söldner oder Plünderer. Aber ich war immer sehr vorsichtig. Bevor mir die Geht nach Artemis Tau folgten, war ich nie in einer Situation, die meine Biotiken nicht bereinigen konnten. Und die Einsamkeit? Nun, das ist der Aspekt, der mir am meisten behagte. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, allein zu sein. Mögen Sie keine Gesellschaft? Ich schätze, das kommt daher, dass ich die Tochter der Matriarchin bin. Die Leute haben erwartet, dass ich Benesias Beispiel folge. Sie wollten, dass ich eine Anführerin unseres Volkes werde. Matriarchinnen leiten ihre Anhänger in die Zukunft. Sie suchen die Wahrheit über das, was noch kommen wird. Vielleicht habe ich aus diesem Grund ein solches Interesse für die Geheimnisse der Vergangenheit entwickelt. Es klingt irgendwie albern, wenn man es laut ausspricht. Es klingt, als wäre ich nur Archäologin geworden, um Benesia zu ärgern. Alle Kinder rebellieren gegen ihre Eltern. Es ist ein natürlicher Teil des Erwachsenwerdens. Boah, recht hat. Sie besitzen die Weisheit der Matriarchin, Shepard. Das ist genau das, was Benesia gesagt hat, als ich ihr von meiner Entscheidung erzählte. Aber es steckte mehr dahinter. Ich fühlte mich schon immer von der Vergangenheit angezogen. Die Proteaner waren diese wundersamen, geheimnisvollen Wesen. Ich wollte alles über sie wissen. Darum finde ich sie auch so faszinierend. Sie wurden vom Sender auf Eden Prime gezeichnet. Sie wurden von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Ich bin faszinierend. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten... Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass Sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen. Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Alles okay, Liara, alles okay. Erzähl mir mal ein bisschen mehr über deine Mutter. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Benesia wurde in Ereignisse hineingezogen, die sie nicht kontrollieren konnte. Und das war zu viel für sie.
Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und wurde zu einem Teil des Dings, das sie eigentlich aufhalten wollte. Aber ich werde mich daran erinnern, wie sie gelebt hat und nicht an ihren Tod und dieses Andenken ehren. Meine Mutter war stark, gütig und wunderschön. Und jetzt ist sie fort. Tut mir leid, auch wenn ich derjenige war, der sie aufhalten musste.